Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Daniel und heute geht es um Inliner rückwärtsfahren lernen. Ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte euch da ein paar Techniken zeigen, wie ihr rückwärts Kurven fahren könnt, generell wie ihr überhaupt anfangt rückwärts zu fahren. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß beim Lernen und beim Fahren. So, wir legen direkt los. Das ist jetzt hier mal auf extrem langsam gemacht und erkläre dir genau, was zu machen ist. Stell dir einfach vor, du machst beim Zurückfahren mit deinen Inlineskates, brennst du ein C in den Asphalt. Und bei diesem C hebst du am Schluss von dem C deinen Fuß ein Stück hoch, dass du auf der vorderen Rolle den Fuß dann wieder zurückdrehen kannst. Und jetzt siehst du genau, wie ich mit der Hüfte da auch reingehe. Also es kommt wirklich, die Kraft kommt aus dem unteren Rücken, aus dem Po, aus den Beinen. Ich presse wirklich das Zeh da in diesen Asphalt rein und hebe bei der hinteren Bewegung dann nochmal mein Fuß jeweils ein bisschen hoch, dass ich auf der vorderen Rolle dann bei dem jeweiligen Fuß drehen kann. Und wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal nah an, da wird das nochmal ersichtlicher, wie der Fuß schön hoch geht. Und ja, das musst du einfach üben und dann klappt das auch. Viel Spaß dabei. Als nächstes ist der 180 dran. Da ist wie beim normalen Springen. Man geht ein bisschen in die Knie, holt aus, springt nach oben und dreht sich einfach rum. Dabei ist darauf zu achten, dass sich erst der Oberkörper dreht und dann nachher musst du einfach nur die Beine nachziehen. Also wirklich ganz einfach. Kannst du es erst mal im Stand probieren und dann in der Fahrt. Zu guter Letzt wollen wir jetzt noch die Kurventechnik lernen rückwärts. Es ist wie Vorwärtskurven fahren. Dabei nimmst du den Fuß, der innen ist, und drückst ihn nach außen, um Schwung zu erhalten. Und mit dem anderen äußeren Fuß machst du auch wieder nur dieses C, brennst du nur wieder dieses C in Asphalt, wie wir es schon beim Rückwärtsfahren gelernt haben. Hier nochmal schön, zack, und den inneren Fuß wieder nach innen ziehen, mit dem äußeren Fuß so ein C machen. Und ja, mit ein bisschen Übung klappt das dann und du kannst sehr, sehr gut rückwärts Kurven fahren. Kombiniere die Techniken auch und ja, viel Spaß. Ja, bin ganz schön fertig hier vom Fahren. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht und du hast was gelernt. Rückwärts fahren ist eigentlich nicht schwer. Ich sage immer, Übung macht den Meister. Du musst da wirklich dranbleiben beim Inlineskaten. Am Anfang wird es wahrscheinlich etwas wackelig aussehen und nicht so sicher sein, aber mit der Zeit wirst du einfach immer besser und besser. Und ja, mit den gezeigten Techniken kannst du eigentlich soweit alles rückwärts machen, was du willst. Immer gucken, natürlich einen Blick nach hinten zu haben, wenn man rückwärts fährt, ist ganz wichtig, um zu sehen, ob nicht irgendwie ein Stein da liegt oder was auch immer. Ja, bevor ich jetzt zu viel quassel, würde ich sagen, sehen wir uns hier alle zwei Wochen jeden Sonntag wieder. Es gibt noch mehr Skate-Videos von mir, einmal einen Grundkurs für Inliner und auch noch verschiedene andere Techniken, die ich dir zeigen möchte, und die blende ich jetzt hier gleich ein. Und ich würde mich freuen, wenn du meinen Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und dann sehen wir uns nämlich auf jeden Fall wieder. Bis dahin, lass mir ein schönes Kommentar am Start. Dein Daniel, mach's gut und immer an die Sicherheit denken. Ciao.